Lampukistan Gaming ist hier, Borderlands 2. Wir haben eine ganze Latte an Nebenmissionen zu erfüllen. Wir werden noch nicht Jagd auf den Firehawk machen. Das ist eine Hauptquest. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit, wenn wir hier weiterkommen, unserem alten Kumpel, dem Dr. Zed. Den kennen wir auch schon aus dem ersten Teil, falls das jemand gespielt hat. Da war der schon relativ bekannt. Gab's auch mal irgendwie noch so ein Untoten-DLC oder irgendwie sowas. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Wir werden auf jeden Fall mal hier Dr. Zed aufsuchen und gucken, was passiert. Ich verhungere! Ich will eure Babys fressen! Tja, das piekst jetzt ein bisschen. Dr. Zed, richte keinen Schaden an. Wir reden mal direkt mit ihm. Du brauchst Kohle und ich brauch Dinge, über die ich nicht reden will. Reden wir. Bettäserigkeit braucht er. Sofort 20 Milliliter. Wir nehmen das mal an. Hey, Rolands Jungs haben diesen Hyperion-Drecksack erwischt, wie er sich in die Stadt schleichen wollte. Es hat wohl seine Lunge getroffen. Der Knabe braucht dringend eine Operation. Komm her und hilf mir bei dem Eingriff. Alright. Also, nimm einen kleinen Einschnitt direkt unter dem Brustbein vor, aber sei vorsichtig. Nicht, dass du die Herzarterie erwischt. My name is Dr. Zed. Alright, mit R3 führen wir die OP durch. Wir machen einfach mal. Bam. Fast. That's it. Iridium-Bruchstück. Ein Stück Iridium? Verdammt. Wie oft soll ich es euch Idioten noch sagen? Man kriegt keine Slack-Kräfte, wenn man dieses Zeug schluckt. Dieses Bruchstück ist auf dem Schwarzmarkt nichts wert, es ist noch nicht veredelt. Vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt bringen. Sie kann dir viel über dieses Iridium-Zeug erzählen, wenn sie sich wegen ihres tollen, echten Doktortitels nicht mal wieder zu fein dazu ist. Und wenn du Arbeit suchst, melde dich bei mir. Ich hab welche. Okay. Wir gehen zu Tennis. Die müsste bei dem... Eines Tages finde ich eine brauchbare Milz. Crimson, er redet immer noch mit uns. Die müsste bei den Crimson Raider drin sein, irgendwo hier. Na, sie da unten schon rumgesprungen. Gehen wir direkt vorbei. Na komm schon, irgendwie haben wir gerade Probleme, wir bleiben überall hängen. Was ist denn los hier? So, okay. Wie ich schon sagte, Roland, jetzt wo Jack den Kammerschlüssel hat, wird er die Kammer bald öffnen. Außerdem brauche ich einen neuen Ventilator. Das Labor stinkt nach Speck. Und Speck ist nur was für Schleimer und Inzuchtbrot. Tennis. Wahnsinnig clever. Okay. So, wir sprechen mal mit ihr. Nach Stunden wissenschaftlicher Ergüsse, die du dir nur in deinen Träumen oder meinem Bett, das Angebot steht, ausmalen könntest, bin ich der Meinung, dass Jack, Kammerschlüssel und Iridium auf einer tieferen Ebene miteinander verbunden sind. Richte keinen Schaden an. Das war diese Quest schon. War aber relativ kurz. Wir geben das Ding mal ab, gucken, was es als Belohnung gibt. Es war Schwierigkeit normal. Bring das Iridium-Bruchstück. Patricia Tennis. Das haben wir gemacht. Wir nehmen die Belohnung wieder, ein. Wieder wäre 111 Dollar. Solange du keine Angst vor ein bisschen Tetanus hast. Okay, das war ja nicht so wirklich der Bringer. Ja, Freunde, wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge eine weitere Nebenmission aus dem Borderlands 2 Universum raussuchen. Klickt wieder rein, schaut euch die Playlist an zu Borderlands 2. Und in diesem Sinne, ciao, macht's gut und bloß kein Stress.